Willkommen bei Gartenburg. Heute geht es mal unser Osterhasen. Der ist ja als Deko da. Wer schon öfters mal reingeguckt hat bei uns, wenn wir unseren Osterfilm drehen, mit unseren Ostereiern, wo die Leute schätzen können, wie viel es sind, dann die kennen den Osterhasen schon, wie er nachher montiert ist. Und jetzt in meinem Elternhaus wird auch noch mal einer gewünscht. Jetzt habe ich natürlich einfach, jetzt zeige ich mal, wie der entstanden ist. Das ist eine alte Schrankrückwand, wo noch Sperrholz waren. Also das ist hier Leim, wer das vielleicht noch nicht so gesehen hat. Ja, da muss man nicht solche dicken Holzplatten nehmen. Hier habe ich es natürlich einfach. Ich lege den jetzt hier drauf und male ihn bloß ab. Habe ich auch schon gemacht, der ist schon hier drauf auf dem Bild. Aber ich will es euch bloß mal zeigen. Ich lege ihn bloß hin und dann male ich bloß drumherum. Die dürftet ihr jetzt nicht sehen, die kleinen Striche, die ich hier schon gemacht habe. Aber jetzt zeige ich mal, wie das Original entstanden ist. Ich habe mir irgendwo einen Osterhasen rausgesucht, habe den ausgeschnitten, habe den hier hingelegt. Ja, jetzt sagt jeder, ja, wie willst du denn hier drum rum? Meine, wird ja bloß so klein. Das ist ganz einfach. Ich habe jetzt hier ein Stück Kreide, so habe ich das damals gemacht und habe einfach hier immer ein bisschen größer gemalt. Ja, das ist jetzt das Kopfteil, das ist der Bauch und hier ist noch ein Stückchen von den Füßen so zu sehen. Wie er das, das muss ja nicht eins zu eins gemalt sein. Jetzt kommt hier das Ohr. Oh, hier wieder ein bisschen. Da müsst ihr nicht hundertprozentig genau malen. Hier das lange Ohr. Ja, also so hier unten den Abschluss jetzt. So, machen wir das mal so zu. So, jetzt wäre das der Osterhase. Und dann malt er einfach bloß immer wieder ein bisschen größer ringsrum, bis er die Größe hat, wie das nachher entstanden soll. Also hier nachher der Bauch. Und ihr seht, hier ist der Bauch schon kleiner, als hier oben der Kopf wird. Also muss ich hier noch größer ausmalen. Jetzt wieder das Ohr dran. Ja, dasselbe hier. Hier ist jetzt wieder das kleine Ohr. Jetzt male ich das große Ohr wieder. Das muss doch nicht eins zu eins nachgemalt sein. So, hier wieder der große Kopf. Bauch. Und das mit den Beinen, wenn hier ist die Tafel kleiner als die Originaltafel, aber das macht nichts. Man kann die Beine, vielleicht sieht man das hier, auch innen drin reinmalen. So. Oder den Bauchausschnitt. Ja, das seht ihr hier auf meinem Original. Da habe ich die Beine einfach bis reingepinselt hier. Ja. So, und jetzt vergrößere ich das alles nochmal, bis das so einigermaßen passt. So, und wenn auch, um mich nicht zu desorientieren, mich ablenken zu lassen, könnte das dann noch mal abwischen und hätte vielleicht einen Lappen nehmen sollen. Und schon, wenn das drin weg ist, sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja. So, jetzt geht es ans Aussehen. Ich habe meine Form jetzt gefunden. Ich habe nochmal schnell nachgearbeitet, alles mit dem Lappen weggewischt. Und mein Grundhase lasse ich ja einfach liegen, falls ich nochmal gucken muss und was verändern will. Ja? So, jetzt habe ich mache es mit der Stichsäge. Ich habe mal nachgedacht, für solche Bastelarbeiten mir mal noch eine Bandsäge zuzulegen. Wer mit dünneren Sperrholz arbeitet, der kann sich auch eine Dekupiersäge kaufen. Also eine Laubsäge sagt man auch dazu. So, wollen wir mal. Wie gesagt, ich habe hier ein Stahlgerüst drunter. Ja, da möchte ich nicht reinsägen, mit dem Holzsägeblatt, also ein bisschen Abstand lassen. Und wer sich unsicher ist, der kann das ja auch noch festklemmen mit Schraubzwingen. Aber die hat nicht jeder zu Hause, das weiß ich. Aber bei der Größe von Platte kann man hier auch nochmal sägen. Und ich denke auch für deinen Arbeitsschutz, ich möchte keinen Spannen Gesicht haben und jetzt geht's los. So, hier halte ich jetzt an, weil hier, wenn ich jetzt hier um die Kurve säge, dann ist der Abstand hier zu groß. Und jetzt säge ich einfach von der anderen Seite. Ich weiß, dass ich säge, arbeite sehr oft mit so einer Maschine und das schon Jahre. Wer das erste Mal macht, schön langsam und in Ruhe und lieber mal öfters eine Pause machen. Am Anfang wird wahrscheinlich das zu anstrengend sein im Arm. Später geht das von alleine. Und lass die Maschine laufen von alleine, nicht drücken und schieben. Ja, so wie die Sägezähne hier den Holzspan hier rausnehmen, so setzt er einfach bloß ganz langsam nach. Und immer mit der Ruhe beim Anfang, nicht, dass ihr euch noch in den Finger seht. Jetzt
jetzt halte ich nochmal an. Ich weiß, dass ich hier die Lücke treffe. Wenn ihr euch unsicher seid, sägt doch erst in das Holz, was schon ab ist. Zeige ich mal. Und macht dann den kleinen Rest, der bleibt nochmal ganz in Ruhe. Ich weiß, das sieht immer leicht aus, wenn das einer macht, der das kann. Und wenn man das danach machen wollte, dann kann es problematischer werden. So. Ja, am Ohr mache ich es jetzt nochmal genauso, wie ich es hier an der Kante gemacht habe. Und ich sehe gerade, ich muss hier noch ein Stückchen weg, sonst sehe ich wirklich mein Eisengestell vom Tisch. Und wenn das mit dem Rundsein nicht mit einmal so klappt, wie ihr es haben wollt, dafür gibt es dann später Sandpapier zum Nachschleifen. Dann kriegt man das dann wieder hin. Und ich versuche mit einer Säge, haben wir irgendwo eine, hier ist eine kleine Kante, das abzumachen. Dass ich hier nochmal säge, dann säge ich bloß in den Kopf jetzt wie hier rein. Das kann man nachher mit einer Feile oder mit Sandpapier oder mit einer Schleifscheibe dann noch abschleifen. Und hier fange ich jetzt nicht am Ohr wieder an, könnte ich auch. Ich gehe hier einfach schräg rein und säge, ziele genau da zu meiner Schnittstelle hin. Jetzt gehe ich hier noch mal rein und jetzt zeige ich euch mal, wie man hier mit der Kurve, damit ich da wieder hinkomme, ohne in das Häschen unbedingt reinzuschneiden. Wenn er enge Kurven macht, also ihr könnt nicht kleiner machen, als das Sägeblatt breit ist jetzt hier, ja, dann schön langsam sägen, ja, also nicht jetzt so wie hier bei so einer langen Fläche, sondern schön langsam um die Kurve rumsägen und hier kann man dann auch wieder so ansetzen. So, ausgesägt ist er, halten wir mal daneben, da, 1:1, das ist ja nämlich ganz so. Wichtig. Wir sind hier nicht in einer Serienproduktion, hier nehme ich nur ein normales Stückchen Holz, mache mein Sandpapier drumherum. Das ist zerknittert, weil ich es schon mal gebraucht habe, aber warum soll man, solange es noch funktioniert, ein neues Stückchen nehmen. Und jetzt heißt es ganz geduldsam schleifen. Hier ist so eine Ecke dran. Nun ist die Ecke so gut wie weg. Ja, ihr könnt auch das Schluss von oben für das Grat, also was sich so das Segen gebildet hat. Jetzt schleife ich nur von oben und dann drehe ich nachher um. Und schleife dann die andere Seite so rum. So, und wer dann jetzt noch pinseln will, wenn er jetzt mit Alkitterzform malt, die trocknen sehr lange. Dann empfehle ich, Acrylfarbe zu nehmen. Ja, weil ihr müsst ja auch noch andere Farbtöne draufmalen. Ihr müsst ja nicht blau sein, kann ja auch gelb sein oder grau oder braun. Weil die trocknet, sagen wir mal, in einer Stunde oder anderthalb Stunden, wenn die Sonne jetzt drauf scheint. Ja, so, die Acrylformen sind zwar auf Holz nicht so beständig wie jetzt Alkitterzform, aber in ein paar Tagen ist Ostern, ihr wollt den Osterhasen, müsst ihr ja auch noch anbauen. Ach so, noch zum Anbauen, ich habe hier einfach zwei Holzleisten genommen. Papier genau drunter gelegt, Löcher reingebohrt und hier mit kleinen Schräubchen festgemacht. So, und jetzt schrauben wir unseren Osterhasen auch gleich an Ort und Stelle an. Allerdings andersrum. Wie gesagt, ich habe das schon vorher angezeichnet und Löcher vorgebohrt. So.
ein Osterhase ist fest. Das war's jetzt. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es gleich nach dem Anschluss noch mal ein Bild, wie er von außen aussieht.